Yo Leute, willkommen zurück bei WWE 2K22. Beim letzten Mal hatten wir aufgehört, Leute, und jetzt kommt der Match gegen Drew Gulak. Auf jeden Fall abonnieren und Like nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und los geht's. Ja, Leute, ich denke nicht, dass wir den finalen Part heute machen werden. Weil wir haben ja noch ein paar Aufgaben vor uns und ihr seht schon, die Aufgabe mit Drew Gulak hat schon mehr als eine halbe Stunde gedauert. Deswegen. So, wir sind bei Fastlane. Und da kämpfen wir gegen Drew Gulak. Drew Gulak ist übrigens bei NXT. Der ist jetzt nicht mehr bei Mantles. Came to an end last week when he turned on his former student. Now they face each other in a matchup with some unusual stipulations. Was passiert hier aber? Irgendwas passiert hier wieder. Wird er uns bescheißen wieder? Also ich sag's wieder. Weil das stimmt noch nicht. Da stehen Aufgaben, deswegen, ne? Wenn immer so Aufgaben kommen, dann merkt man schon, dass da irgendwas nicht läuft. Ja, das war der Finisher von Big E. Catches the kick. From Gulak. Moved at the right time. He's returning fire. Chokeslam? Oh no! All the way. So, was passiert jetzt? Spinebuster crippling. And Drew Gulak. Ja, greift dir Gulak im Ring. Gulak. Drew Gulak with the Irish whip on his former student. Alter, was hat der? And with the referee down, Gulak is showing you exactly the kind of man he is, breaking the rules that he proposed. Yeah, he's showing you that he's intelligent and an opportunist. The no-fly zone has been temporarily lifted. Leaving the ring, another rule violation. And in the steel steps, Drew Gulak is completely taking advantage of this situation. He has no integrity. This is ridiculous. And of course, just as the referee recovers, Gulak initiates a side headlock. What's wrong with that? It's perfectly legal. Yeah, after he broke three other rules. You guys are nerds. Ne, der Match geht weiter. Das Match. Geil. Nach Gulaks Regeln gewinnen? Ohne dass du läufst, vom obersten Seil springst oder in den Ring oder den Ring verlässt. Okay, wir laufen dann nicht. Machen wir auch British Strong Style. At this stage of the match, they are clearly starting to feel the effects of this back and forth. What a face buster! Just carrying the opposition anywhere they want. So. Hallo Ringrichter, lauf doch dann. Ja, geh spazieren. Hammer. What do you have to do to put this guy away? So, wir dürfen nicht laufen. Weil mit Superman Punch sind wir dann am Laufen, ne? Das dürfen wir nicht. Oh, so frightening. So bizarre, so eerie. Welcome to get worse to Sister. Ich hoffe, der kontert jetzt nicht. Mein Gott. Gulak sidesteps. Gulak turns it around. Da dürfen wir auch pinnen?
against Gulak now. Gulak has to start trusting his instincts at this point. Ja, aber er hat gekontert, ne? Scheiße, das hat sein Finisher. Nein, das war sein Signature. Alter, jetzt sein Finisher. Auf jeden Fall werden wir dich auch mit Aufgabe gewinnen, du Arsch. Ja. He avoids the damage. Up and knee right to the spine. He finds a counter for Gulak. Uh-oh. Batten down the hatches. And five! Thunderous! Gulak's in a bad spot. So. And now he's looking to lock bereit. Okay. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Alter, dieses Spiel, ne? Jo, das mein Signature gekontert. Ey. Der wird mich safe covern, ne? Ja, schaffen wir nicht. Machen wir einen Neustart. Leute, wir sehen uns dann da wieder, wenn Drew Gulak wieder so einen Orange-Körper oder roten Körper hat. Ja, konnte ich jetzt nicht. Schade. Bis gleich. So, Leute, dann sind wir wieder. Hat der natürlich wieder einen Kontakt, ne? Ah, jetzt bist du benommen. Du Arsch. Hat der wieder einen Kontakt, ne? Hammerhart, ey. Kann doch nicht wahr sein. Versuchen wir mal so zu gewinnen. Komm. Schade. Ja. Jetzt fangen wir weiter an, da wo wir aufgehört haben, aber wir haben trotzdem Probleme, Leute. Oh oh. Hä, was ist denn jetzt passiert? Ja, Leute, wartet mal. Ich habe aus Versehen, bin ich auf Mikrofon gekommen. Oh Mann, ey. Ja, Leute, das ist das erste Mal, dass ich ein Match zweimal hintereinander starten muss. Ich habe da nicht aufgepasst wegen Mikrofon. Ich so, hä? Ja, wir sehen uns gleich wieder. Wir haben Genie zweimal verloren. Krass, ne? Bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Zum dritten Mal. Natürlich hat der gekontert, ne? So, machen wir den mal benommen. Und dann versuchen wir so zu gewinnen. Diesmal ohne drücken. Nee, der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf, der ist zu gut. Aber das ist krass, dass ich so einen Gegner hatte, ne? Ich bin euch ehrlich, Leute. Dieser Typ, Drew Gulak, der ist ein guter Wrestler, das merkt man. Schon, dass ich gegen den zweimal verloren habe, heißt schon was. Aber es gibt noch eine Sache. Sein Signature kann man nicht kontern. Keine Ahnung warum.
Den kann man nicht wenig kontern. So, jetzt macht er den nochmal, ne? Diesen einen Move hier. Nee, ich darf keinen Widerstand machen. Wir haben Signature. Mein Signature geht immer daneben, ne? Bei dem. Der kontert den immer. So, wir müssen aufpassen. So, ich hoffe, das war's. Immer noch nicht. Ja, Xenia's Signature, komm. Alter, was ist mit dem Fuß? Ich hab euch gesagt, Leute, der ist gut. Ja, dein eigenen Regeln nicht befolgen, ne, du Arsch? So, ich hoffe, das war's dann jetzt. Ja, Leute, war krass. Wir haben zweimal gegen ihn verloren. Krass. Wirklich, Leute, ich bin... hatte ich das schon mal gehabt? Ich glaube schon. Wo ich mein Let's Play angefangen habe, da hatte ich das auch, dass wir eine Mission zweimal gestartet haben, glaube ich. Bei welchem war das, ey? Ich erinnere mich jetzt nicht mehr. War das bei Shawn Michaels oder? Keine Ahnung, aber Story abgeschlossen, Leute. Training Day, Ende. Und das war ein krasser Match gegen den. So, da müssen jetzt neue Sachen kommen, gleich. Noch vier Sachen, ja. Vier Aufgaben. Dann sind wir soweit. Ja, 99. Dank Drew Gulak jetzt 99. Ja, Billardsalon. Dann fangen wir an mit Dana Brooks Geschichte. Also Story. Ist das fast das gleiche? So. Oh, da ist noch eine aufgetaucht, ne? Ja, mit Sami Zayn. Ja, machen wir erstmal mit Dana Brooke. I have an interesting offer for you, if you'll just hear me out. Ja. Okay. I'm intrigued. As you know, Bobby Lashley and I are WWE's top power couple. And after careful consideration, we've decided to expand our influence by becoming a power trio. Ja, power trio. A power trio, huh? And you're considering me? Yes. And don't get any ideas about the two of us. Your role would be strictly business. My relationship with Bobby outside the ring is rock solid. It's simply a way for the three of us to team up and use our combined talents to get ahead in WWE. And you want to answer right now? Yes. Okay. There's no room for indecisiveness in this situation. We want someone on our side who knows what they want. Ja. Das Angebot unhöflich ablehnen. Dann annehmen, komm. You know what? I've been looking for a change of pace. So what the hell? Why not? All right. Our power trio is complete. Okay. The plan is to ease into things by working on our chemistry together. So you're going to team up with Bobby with me in your corner. And we'll see how that goes. Sound good? Oh man. Sure. Let's do this. Ja, Power Trio. Machen wir. Ich glaube, das wird auch lange dauern. Mal schauen. Aber das mit Sami Zayn dauert auch, glaube ich, lange. Die Aufgabe. Ja, ist nicht mehr lange, Leute. Wenn wir die Aufgabe erledigt haben, kommt dann das Finale, denke ich. Ich glaube, ich werde den Finale auch richtig lange machen, den Part. Den finalen Part. Gucken wir.
So, kommen wir jetzt alle drei? Jo, mit pinkem Licht. Mit Bobby Lashley in einem Team, ey. Okay, Lucha House Party. Ja, die sind nicht mehr bei WWE. Manche sind bei All Elite Wrestling, ne? So, Tag Team Match. Ja, was ich am meisten mag, ne? So, machen wir die ganze Tag Team Moves, komm. Ja, in dem Moment muss er als auch kontern, ne? Yeah, I'm gonna pass on that too. Anyway, let's find out how the new group fares against Lince Dorado and Grand Metalik. Ooh, what a damaging blow! There he goes, right into the corner. Big double axe handle. Shoulder right to the midsection. This match grinded him down a little. Yeah, even though he's still got a lot of fight in him, he might want to make a tag now and not risk further harm. Power slam. Ich habe die heftigsten Moves reingetan, Leute. Also bei Tag Team. Reversal on Lashley. Ja, in dem Moment muss ich jetzt wechseln, ne? Sorry wegen Nase, Leute, die ganze Zeit. Das nervt euch bestimmt. Aber ich kann nichts dafür. Hallo? Wechseln bitte. Wechseln. Ja, komm, machen wir dann Grand Metalik fertig. Deswegen mag ich keine Tag Team Matches, Leute. Weil die ganze Zeit versuche ich zu kontern, geht nicht. Naja, die haben sowieso gewechselt, ne? So, machen wir weiter mit dem. Ich glaube, der ist schwächer als der andere, ne? There's a tag. Opponent off the ropes. Tower heels. He's in a little bit of trouble. Ringrichter, geh mal da weg. You have to take advantage of tag team rules and get yourself some breathing room. No good reason to stay in this right now. And the corner he goes, a perfectly placed target. Countered it just in time. Nein, geh nicht wechseln. Boah, du voll die Alter. Jetzt kontert der auch alles hier. Ja, wie schon Corey Graves sagt, ne? Reversal after reversal. Kann ja auch nicht alles kontern hier. So, wechsel jetzt mit deinem Kumpel. Grand Metalik. Doch nicht. Ich hasse das, wenn die nicht wechseln, ne? Das haben die ja immer gemacht am Anfang, wisst ihr noch? Jetzt machen die ja nicht mehr. Jo, der gekontert. Right for. And then zigzag from behind.
Ja, oder mein Signature gekommen hat. Leute, Safe wird diese Aufgabe richtig lange dauern. Komm, mache Grand Metalik dann fertig. Kontert der Arsch, ey. Ja, das war so klar. Hat der gekontert, ey. Verdammt nochmal. Was willst du denn noch alles kontern hier? Ja, wechseln dann noch, ne? Oh Leute, ich hasse Tag Team Matches. Ich hasse es einfach. Was soll man dazu noch sagen? Hä? Die ganze Zeit am Kontern. Ja, jetzt kommt der andere. Achtet jetzt. Und ja, hat nicht gereicht. Nee, du wechselst jetzt nicht mehr. Hallo, mach doch. Ich hasse dieses Spiel jetzt. Ah, dieses Spiel, ne? Leute, wie lange geht jetzt dieser Tag Team Match? Ja, konter doch alles, Alter. Konter doch alles. Dann hat er noch gewechselt. Ja. Das war so klar, deswegen habe ich ihn noch attackiert. So, ich hoffe, konnte das jetzt nicht. Und das war's. Endlich. Ja, schade, Leute. Schade, wirklich schade. Weil wir haben nur von dieser langen Story nur eine Aufgabe erledigt jetzt. Nur ein Match. Ich denke, hier gibt es schon auch so 4-5 Matches, die wir noch machen müssen, bestimmt. Jetzt mit dem, jetzt noch 4 bestimmt. Ah, schade. Ich habe mich gefreut, dass wir zum Finale kommen. Hiermit verkünde ich, dass der Zusammenschluss von mir, Pate und Bobby keine einmalige Sache war. Wir sind offiziell das neueste Power Trio der WWE. Genau, willkommen an Bord, Pate. Mit dir an unserer Seite sind wir stärker. Das wir gleich beweisen, wenn wir The New Day besiegen. Power Trio. Was? Wir sind drei Leute, die zusammenarbeiten, um in der WWE voranzukommen. Du weißt schon, so ähnlich wie die New Day, nur besser. Ihr gewinnt ein Match und glaubt, ihr könntet es mit The New Day, dem besten Power Trio aller Zeiten, aufnehmen? Keine Chance. Ein halbwegs
starkes Paar und ein dahergelaufener Kerl machen noch lange kein Power-Trio aus. Tut mir leid, Pate. Bobby und Dana Brooke. Durchschnittstrio, meint er. Du zeigst, wie arrogant du bist. Schon gut, wir zeigen dir, was wir im Ring so drauf haben. Power-Trio. So, Leute, dann geht es beim nächsten Mal dann weiter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ja, das war's mit dem Part. Abonnieren und liken nicht vergessen, wenn wir uns, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt. Boah, ich habe wieder heute, ne, mit dem Lesen und Sprachfehler die ganze Zeit. So, wenn es wieder heißt, WWE 2K22. Ciao, Leute.